Weiter geht's bei Let's Play Mafia 2. Wir sind hier im Schlachthof von Clementi, sollen Balls, Beans und Frankie den Iren retten. Und irgendwie muss ich jetzt hier einen Weg reinfinden. Die Tür konnte ich schließen, dann mache ich die doch mal zu. Damit sie mich dann nicht sehen im Zweifelsfall. So, hier komme ich nicht weiter. Das heißt, ich muss vermutlich... hier rein. Okay. Da vorne stehen zwei Leute. Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich gehe nochmal ein bisschen weiter vor. So. Ich soll da anscheinend da in den Raum rein. Da. Oh, oh, nicht. Ein bisschen weiter. Okay, die gucken in die andere Richtung. Da ist auch anscheinend keiner. Mal ganz schnell rein da. Glaubt ihr, ich weiß nichts von dem Stoff? Und wo ihr das Geld dafür herhattet? Falcone hält sich für so scheiß schlau. Aber damit kommt er nicht durch. Na los, wie habt ihr das Zeug in die Staaten gebracht? Ich weiß überhaupt nichts. Ich bin nur ein Buchhalter. Versuch bloß nicht, mich für dumm zu verkaufen. Soll's dir so gehen wie dein Kumpel hier? Da, schau ihn dir gut an. Glaubst du, du bist härter im Nehmen als er? Wenn wir mit euch fertig sind, dann drehen wir euch durch eine der Maschinen hier. Ich muss mir nur gut überlegen, ob ich so nett sein soll, euch vorher euer verdammtes Licht auszublasen. Was ist das für ein ekelhafter Gestank? Ach. Hey, wer ist denn verlassen? Da? Was bist denn du für einer? Spielt das wandelnde Scheißhaus hier den Helden oder was? Halt die Fresse, Luca! Hey, dich kenne ich doch. Klar, du bist doch der Kumpel von diesem Schwachkopf Barbaro. Ich hab gedacht, du sitzt noch im Knast. Was soll das hier werden, wenn's fertig ist, Kleiner? Falcone schickt mich. Es gefällt ihm nicht, dass irgendwelche Schwanzlutscher seine Jungs zu Hackfleisch verarbeiten wollen. So. Du gehörst jetzt also zu Falcone, hä? Herzliches Beileid. Dir fehlt der Durchblick, sonst wäre dir klar, dass du im Bau wesentlich besser aufgehoben warst. Aber das ist jetzt sowieso egal. Okay, das sieht nach dem Kopf aus. So, das war ein schöner Konter und noch ein Konter. Komm schon. Und noch ein Konter. So, dich mache ich fertig. Wow, okay, ich sollte nur kontern. Bei ihm, der haut schon ordentlich rein. Okay, na, jetzt gibt's noch einen. Und das war daneben. Das war auch daneben. Komm, greif doch mal an. Yes! Komm, jetzt hau mir noch einen an. Und bam. Komm, mach ihn fertig. Ah, jetzt steht er wieder auf. Verdammt, wieder eins. Komm schon. So, er taumelt schon. Komm schon. Du hast keine Chance. Du hast doch keine Chance gegen mich. Verzieh dich. Ah, shit. Ich sollte nicht zu viel angreifen, vor allem wieder. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Daneben. Schlag dir mal richtig zu, Junge. So, noch ein. Und. Wow, shit. Okay, das war scheiße. Okay, gleich nochmal von vorne. Na, okay, ich muss echt aufpassen bei ihm. Der ist beinhart, der Junge. Okay, Gegenstände. Konter sind immer gut. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, die könnten. Dreckssack. Verzieh dich! Geh mir aus der Sonne! So, noch ein. Harter Brocken, oder was ist mit dir los? So. Und jetzt noch ein. So, jetzt steht er nochmal auf. Das hatten wir ja schon mal. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt wird es nämlich hart. 1, 2, 3. Oh, komm schon, jetzt zieh doch. Ah ja, mach doch. Komm schon. Bam, bam. Bam. So soll das sein. Oh, oh. Jetzt tritt er auf, oder wie? Oh, oh. Was ist das für ein Psychopath?
Jungs, macht ihn fertig. Okay, jetzt interessant. Ich nehme mal meine Lieblingswaffe, die schießt ein bisschen schneller. Das war Nummer 1. Ihr habt euch mit den Falschen angelegt, Arschlöcher. Da sitzt er doch, ne? Das ist ein guter. Danke, würdest du mich bitte ausschalten? Hat er die geschickt? Ja, er hat bemerkt, dass ein paar Jungs nicht zum Appell angetreten sind. Okay. Scheiße. Armer Frankie. Ich bring den Hurensohn um. Okay. Beats, bleib hier und rühr dich nicht vom Fleck, bis wir dich holen. Das ist also Beats. In Ordnung, aber vergesst mich nicht. Okay, Freunde? Okay, jetzt soll ich Luca finden. Eine Waffe. Schieß! Was, wo kommt der jetzt? Da kommt er jetzt hin. Leck mich! So, ein bisschen Schwerfeuer. Ey, die Waffen von dem will ich auch haben. Okay, die Munition ist fast auf, dann nehmen wir noch die andere. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Nein, das gibt's doch nicht! Das darf doch nicht wahr sein. Komm schon raus, kleiner Mann. Komm doch. Ihr habt euch mit den Falschen angelegt, okay, Arschlöcher. Okay, den hat er schon erledigt. Danke, Victor. Du hast was zu runterholen. Hat dich Eddie geschickt? Ja, er hat bemerkt, dass ein paar Jungs nicht zum Appell angetreten sind. Ja, scheiße. Gehen wir nochmal durch. Armer Frankie. Und die ist noch ein bisschen... bisschen vernünftiger ich bring den hier. Hurensohn um. Nicht den. Beans, bleib hier. So, dann kommst du nicht raus. Vom Fleck, bis wir dich holen. Schau mal, ob wir da nicht ein bisschen nachhelfen können. Okay, Freunde. Oh, oh ne, das ist die Magnum. Die Waffe hätte ich gerne zum Schnellschießen. So, da kommen sie schon. Leck mich! Daneben! So, der wäre schon mal erledigt. Oh, Schrottflinte. Das ist gut. Nicht schlecht, Kleiner. Nicht schlecht. So. Wo bist du? Komm raus. Hey, Drecksack, hier bin ich. So. Klack, boom. Okay, Vito, kaufen wir uns den kleinen Wichser. Der pisst sich in die Hose. Dann noch einen, mit dem die Kaffee. Waffe, die wollte ich haben. Das ist nämlich eine richtig gute. Die Thompson. Meine Lieblingswaffe hier im Spiel. So, Ja, rate mal, wer als nächster dran ist. Viele Männer mit vielen Waffen sind hierher unterwegs. Oh, Scheiße, erwarten, zu spät. Da kommen sie. So, dann haben wir mal besorgt, dass sie hier nicht um mich reinkommen. Mann, bin ich. So, ihr solltet nicht durch diese Tür kommen, das wäre nicht gut. So, nachladen. Das war der. Gehen wir noch ein bisschen nach vorne, dass wir da. Wow, was bist du denn für ein Sack? Ja. Ich sollte mich irgendwie ein bisschen anders verstecken. Dahin. So. Oh, das ist so ein Thompson-Schwert hier, verdammt. Ey, geh weg, ist der tot. Okay, mit der Waffe wird das nix. Gib mir mal eine 50. So, das war der. Ah, lauf, 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 Vito, lauf, 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 lauf. Okay, draußen sind noch zwei Leute. Dann noch er. Da draußen ist noch einer. Da ist er. Ich kann noch einen. Okay, einer ist noch da irgendwo. Bist du denn? Ich seh dich doch. Also zumindest auf der Karte sehe ich. Da steckst du. Alles klar. Hat Spaß gemacht. Jetzt schnappen wir uns den kleinen Schwanzlutscher. Klopf, klopf. Jetzt schnapp ich mir erst noch ein Komm bisschen schon. Lass mich rein. Tür schließen? Nein. Tür öffnen. So, gib mir mal ein bisschen Munition. Ah, Munition für Thompson. Sehr gut. Da ist noch eine Magnum gewesen. Ihr habt doch mit Sicherheit noch ein paar mehr Waffen dabei, oder? Oh, die Waffe ist schön. Noch eine Thompson. Wenn ich hier schon mal an Munition rankomme, nehme ich die auch mit. Was habt ihr noch so rumliegen? Da ist noch mehr Thompson-Munition. Da muss ich eben nachladen. So, da ist noch Munition für die 911er. 1911er. Hier ist noch ein bisschen für die Schrotflinte. Die laden wir nachher nach.
So, Luca, jetzt geh da mal raus. Luca? Scheiße, so kriege ich die Tür nicht auf. Ja, wir brauchen etwas Schweres. Ein Rambock oder so. Okay, das hier sieht doch gut. Ich hab's. Wir nehmen die Karre. Okay, hallo Luca. Verfluchter Hurensohn. Sehr cool, sogar der Einschuss hätte ich so lange gemacht. Hält sich für verdammt schlau. Hält sich wofür verdammt schlau, was? Na los, dann komm doch her! Scheiße, was macht der Wichser da drüben? Verschwinde, du Arsch! Ich prügel dir jeden Knochen Messer aus dem Leib, du kleiner, schwanzlutschender Hurensohn! Lustig. Wow. Die Grobarbeit ist erledigt. Ich vergnüge mich noch ein bisschen mit ihm, bevor ich ihm den Rest gebe. Bist du dabei? Danke für die Einladung, aber ich verzichte. Dich ekelst vor Blut, hä? Nein, mich ekelst vor Luca. Kann ich verstehen, aber da entgeht dir was. Gibt viele hübsche Spielzeuge hier in dem Laden. Ah, warte. Eddie wollte, dass ich mich um ihn kümmere. Mach dir deswegen keine Gedanken. So wird's nur ein bisschen länger dauern. Dieser Dreckskerl hat keinen schnellen Tod verdient. Ich schätze, da hast du recht. Ich, geh mich mal waschen. Ich stink ja schlimmer als eine Jauchegrube. Sag Eddie, dass er Luca abhaken kann. Hey, Beans, mach die Tür auf. Es ist alles vorbei. Du? Du lebst noch? Ja, was hast du erwartet? Hilfst du mir, unseren Freund Luca zu verarzten, bevor wir uns von hier verziehen? Eigentlich wäre das nicht mehr als gerecht. Oh, ich möchte nicht wissen, was sie mit dem in der Schlachterei anstellen. Oh Mann, Mann. So, jetzt nehmen wir erst nochmal das schönste Auto, das hier so rumsteht. Lukas Auto, das können wir nochmal mitnehmen, oder? So, dann wollen wir nochmal einsteigen. Der gute Luca. Ja, das war's dann wohl mit dem Luca. Den werden wir losgeworden. Gott. Die Tür machen wir eben auf. Oh, die Kamera, die geht schon wieder. Gott. Wie verfalle ich bei diesem Spiel ständig auf den Kanalslang? Das ist gar nicht so gut. Ich denke noch, ich habe einen Hauptschlag geschlossen. Ja, wir haben Luca erledigt. Wir stinken immer noch wie eine Jauchegrube, wie der Vito das so schön gesagt hat. Und da ist die Folgung von Rasa aufgenommen. Polizei. Da fahren wir doch mal weg. Ich habe jetzt keinen Bock, Geld auszugeben bei der Polizei. Wenn ich sowieso schon gesucht werde, kann ich ein bisschen schneller fahren. Dieses Auto, das ist schon echt fix. Das hat eine gute Beschleunigung, fährt gut. Sehr, sehr schön. So, aber jetzt haben wir uns auf jeden Fall mal an dem Kerl gerecht, der indirekt dafür verantwortlich war, dass wir im Knast gelandet sind und der jetzt vorher noch $5,000 abziehen wollte, damit wir in die Familie aufgenommen werden, was ja irgendwie ja nicht so ganz in Ordnung war, meiner Meinung nach. Wenn, dann sollte man sich das in die Familie aufnehmen, in sich verdienen. Also das war doch irgendwie... Ja, der gute Eddie, der war nicht so ganz grün. War das Eddie? Nee, Luca. Ach, Luca, Eddie, ich hab's schon wieder... Ich hab's nicht so mit Namen. Ich muss schon immer überlegen, er heißt Vito, sein Kumpel heißt Joe. Da habe ich schon genug Probleme mit. Ich glaube das kaum. Ach, zu langsam zu fahren ist doch doof. Ich fahr wieder mit meiner Tempomat-Regelung. Tempomat-Geschwindigkeitsregelung. Oh, jetzt muss ich noch kurz zurückholen. So. Boah, das ist... Ja, jetzt haben wir unseren schönen Anzug hier versaut. Das ist doch blöd. Ah, das ist wieder die Polizei. Hallo. Mit Polizei. Und das ist der langsame Bus Empire Bay Transport. Okay, jetzt muss ich aber auch aufpassen. Ey! Ach, ist ein Baum im Weg. Polizei rammt mich noch kurz. Natürlich! Weil es so viel Spaß macht. Ja, nehmen wir. Jetzt fahre ich hier aber Quatsch zusammen. Vorne habe ich schon wieder die schönen Radkappen verloren. Auf der einen Seite die Radkappen verloren. Was mache ich denn mit den schönen Autos? Das ist doch nicht gut. Wo fahren wir jetzt eigentlich gerade hin? Zum Maltese Falcon? Ja, wir fahren mit zum Maltese Falcon. Gut. Und dann treffen wir Eddie. Den guten Eddie. Hat's wieder. Die lassen irgendwie immer ihre Tasche fallen, wenn ich mit dem Auto ankomme. Das verstehe ich gar nicht. Hallo, Mister, du hast deine Tasche verloren. Wo bist du hin? Du bist schon geflüchtet. Okay. Ich komme da rein und bin
und er macht. Oh ja, oh ja, oh ja. Ach du lieber Himmel, hat da wer einen fahren lassen? Vito, du heilige Scheiße. Bade gefälligst das nächste Mal, bevor du hier antanzt. Du wolltest, dass ich danach gleich komme. Glaubst du, ich lauf gern so rum? Okay, okay, okay. Was ist mit Luca? Erledigt. Sehr schön. Wie geht's unseren Jungs? Hast du sie gefunden? Ja, Luca hielt sie im Schlachthof gefangen. Frankie ist tot, aber Balls und Beans sind okay. Luca hatte sie gerade in der Mangel, als ich kam. Irgendwelche Zeugen? Nur ein Dutzend Leibwächter von Luca, die uns massakrieren. Sag mir vom Leib mit deinem Gestank. Es war echt heftig. Ja, klingt nach einer haarigen Geschichte. Aber hey, du hast die Sache durchgezogen und bist dann rausgekommen, richtig? Geh jetzt und wasch dich, bevor du noch allen hier den Appetit verdirbst. Und verbrenn die verfluchten Klamotten, ist ja nicht zum Aushalten. So, du stinkst fürchterlich. Wechsel deine Klamotten. Okay. Wieder, ja? $5,000, das ist immer, da kann man einen neuen Anzug von kaufen. Dann kann ich die Sachen hier wegschmeißen. Okay, wo soll ich jetzt hinfahren? Okay, da kann ich anscheinend die Klamotten wechseln und da anscheinend auch. Fahren wir noch mal, folgen wir noch mal der Angabe hier. Und holen uns einen schönen neuen Zwirn. Ich glaube, ich kaufe gleich wieder so einen schönen Anzug. Der sieht ja ganz cool, die Klamotten. So, gucken wieder auf das Radar und kann nicht der Polizei im Rad zusammen. Da, ach, da ist ja schon der Laden. Hallo. Ich packe mal kurz auf den Gehsteig, ich darf das. Bonjour, Monsieur. Comment ça va? Bonjour, Madame. Gehen Sie, wenn ich Ihnen etwas verkaufe? Ja, ich gehe, wenn du mir etwas verkaufst. Unfreundlich. So, teurer Anzug, $115. Teurer Anzug mit Mantel. Haben wir sowas? Das ist doch ganz cool. Was haben wir sonst noch? Maßanzug? Okay. Lederjacke haben wir ja schon. Hemd. Dann nehmen wir nochmal so ein... Ach komm, wir haben doch gerade $5,000 gekriegt. Dann kaufen wir uns nochmal so einen schönen Mantel. Aber ich hätte gerne in Grau. Kleidung kaufen. Errungenschaft freigestellt, Anzugträger. Sehr cool. So, jetzt gehen wir zurück zum Maltese Falcon. Hallo, goodbye. Oh, wir haben unsere Motorhaube verloren. Ups. Ah, die Karre, die zieht gut. Ich rede schon wieder Karre, das ist doch... Züge damit zu machen. Das Spiel weckt das Böse in mir, habe ich das Gefühl. Das, ja, das Spiel weckt das Böse in mir. Doch, doch, doch. Es animiert mich dazu, Sachen zu sagen, die ich eigentlich nicht sagen möchte. Nun ja, auf geht's. Jetzt sind sie mir wieder wohlgesinnt hier. Vito, da bist du ja. Hey, Eddie. Netter Anzug. Danke. Also, worum geht's denn? Was sollen die Anzüge? Vito, Mr. Falcone nimmt uns heute Abend in die Familie auf. Dich und mich. Wir haben's geschafft. Im Ernst? Heute Abend? Ja, heute. Wahnsinn. Wieso habt ihr das nicht früher gesagt? Wie läuft das ab? Nicht so ungeduldig. Da will sich erst noch jemand kurz mit dir unterhalten. Leo, schön dich zu sehen. Was machst du hier? Hallo, Kleiner. Ich will mit dir darüber reden, was heute passiert. Komm, setz dich. Gern. Sehr gern. Und hey, danke nochmal für alles, was du für mich getan hast, damit ich früher raus konnte. Und jetzt löse ich mein zweites Versprechen ein. Zweites Versprechen? Ja. Ich sagte, ich sorge dafür, dass du möglichst schnell Familienmitglied wirst. Weißt du noch? Die Aufnahme verdanke ich dir, aber du arbeitest für Frank Vinci. Ja, ich hätte dich gerne in unserer Familie gehabt. Aber ich weiß, dass Joe dein bester Freund ist. Ihr seid zusammen aufgewachsen, so wie Frank und ich. Und Joe hat die ganze Zeit, die du im Knast warst, für Carlo gearbeitet. Drum habe ich Carlo vorgeschlagen, dich und Joe gemeinsam aufzunehmen. Was soll ich da sagen? Danke, Leo. Du musst gar nichts sagen. Weder zu mir noch zu sonst wem. So ist es üblich in unserem Metier, Vito. Ja. Na los, komm jetzt. Lassen wir sie nicht warten. Also dann, ich gehe schon mal nach oben vor. Was wollte der Alte von dir? Oh, nichts. Wir haben nur über alte Zeiten gesprochen. Als Leo die Seife hat fallen lassen? Du kannst mich mal. Okay, okay, das reicht. Und gehen wir. Führen sich auf wie im Kindergarten. Alles klar, wartet hier. Okay, Jungs, passt auf. Einer nach dem anderen. Und wenn ihr drin seid, gibt's weitere Anweisungen. Klar? Joe, komm bitte rein. Hey. Viel Glück.
Okay, wir sollen. Die gute Leo hat sein Versprechen eingehalten. Wir sollen in die Familie aufgenommen werden. Jetzt dürfen wir erstmal warten und gespannt sein, was denn da drin passiert. Oh Mann, das ist jetzt spannend. Jetzt bist du dran, Vito. Meine Herren, das ist Vito Scaletta. Vito, du weißt, dass unsere Familie ein Geheimbund ist. Du wirst in eine Gesellschaft von Auserwählten aufgenommen. Eine Gesellschaft, von der Rest der Welt nichts ahnt. Von nun an bedeutet dir unsere Familie mehr als deine leibliche. Oder Gott oder dein Vaterland. Befehle ich dir, deinen Bruder zu töten, wirst du das tun. Zeig mir, mit welchem Finger du den Abzug ziehst. Sprich mir jetzt nach, Vito. Wenn ich unsere Familie und ihre Geheimnisse verrate. Wenn ich unsere Familie und ihre Geheimnisse verrate. Möge meine Seele in der Hölle brennen, wie diese Heilige. Möge meine Seele in der Hölle brennen, wie diese Heilige. Amico Nostro, meine Herren, unser neuer Freund, Vito Scaletta. Es freut mich, dass sich diese beiden talentierten Männer uns angeschlossen haben. Und es freut mich, dass es im Beisein solch geschätzter Gäste geschehen ist. Insbesondere Don Frank Vinci. Und natürlich. Warum ich mich nach über 6 Jahren Knast wieder auf sowas eingelassen habe? Naja, da wo ich aufgewachsen bin, wurden nur Männer respektiert, die sich nahmen, was sie wollten. Ihr werdet von Eddie für eure Dienste bezahlt. Frank, du hast das Wort. Egal, was ihr tut, Gentlemen. Finger weg von den Drogen. Keine Drogen. So läuft das bei uns. Man kann viel Geld damit machen, aber und es nachdem ist ich jahrelang für andere die Drecksarbeit erledigt hatte, war ich soweit, alles zu riskieren, um nach oben zu kommen. Kapitel 10 Zimmerservice. Villa Scaletta, 15. Juni 1951. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind in die Familie aufgenommen worden, haben jetzt unseren eigenen Pool mit Blick auf den Fluss. Also wir haben es jetzt wirklich geschafft. Also ihr habt gesehen, wie das Leben weiterging, gerade eben so. Jetzt klingelt gerade das Telefon. Was haben wir hier? Wir haben noch Ohren, schön, ne? Immerhin, ne? Haben wir noch eine Dusche? Ist die wahrscheinlich hier? Oh, wir haben sogar zwei Badezimmer. Das ist ja gigantisch. White Horses, okay. Ja, wir haben es auf jeden Fall jetzt erstmal geschafft. Wir ziehen uns mal. Ne, hier können wir uns nichts anziehen. Können wir uns was anziehen? Hier. Nehmen wir erstmal unseren Freizeitmantel. Freizeitanzug mit Regenmantel. Und wie das Ganze weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Es hat mich wieder gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.